Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, was soll ich sagen? Dieser Kanal ist hier jetzt seit anderthalb Jahren mehr oder weniger nicht bespielt. Mal kommt ein Video, mal kommt kein Video. Mal denke ich, ich schaffe das alles, ich kann Videos drehen für euch und dann bricht wieder alles über mir zusammen. Ich will auch gar nicht jetzt irgendwie intensiv drauf eingehen, aber ihr wisst ja, ich bin seit anderthalb Jahren getrennt, beziehungsweise jetzt dann in der Scheidung praktisch von meinem Mann. Und das hat mich natürlich erstmal mental total aus der Bahn geworfen. Also ich muss es anders sagen, gell? Also mir geht's schon gut, aber das Außenrum, also das Finanzielle, das mit den Kindern, das, was da alles halt dazu gehört, das ist halt schwierig. Und das ist immer noch schwierig für mich und es sind viele Sorgen so im Raum, die es mir halt einfach schwer machen, so Jubi-Hippie-Content für euch zu drehen. Die es mir überhaupt schwer machen, Videos zu drehen, weil ich habe mir da natürlich auch schon überlegt, ja gut, dann machst du halt nichts Persönliches, sondern gell, dann suche ich mir halt ein Thema für euch aus. Keine Ahnung, putzen, sauber machen, entrümpeln, Urlaub, sonst irgendwas, gibt ja genug Themen. Aber ich habe dann immer gemerkt, ich habe angefangen und habe es nicht zu Ende gedreht. Ich habe immer gemerkt, nee, ich verstell mich halt total, gell? Also ich tue so, als ob hier alles in bester Ordnung ist und das ist es halt einfach auch nicht. Bei der Easy hat sich mit der Schule nochmal was getan, dazu kommt aber irgendwann mal ein extra Video. Also ihr dürft ja nicht vergessen, hier hinter den Kulissen bricht es manchmal über mich ein, dass ich gar nicht weiß, wie ich mich vor der Kamera so locker flockig zeigen soll. Jetzt sagen einige natürlich, ja, du musst es trennen. Man muss ja auch in die Arbeit gehen, wenn es einem nicht gut geht. Ja, klar. Aber in der Arbeit bringe ich nichts Persönliches von mir mit ein. Und bei so einem YouTube-Kanal, der hier bei mir zu Hause gedreht wird, wo ich euch so ein bisschen von meinem Leben erzähle und euch mitnehme, da kann ich das einfach nicht total trennen. Also das muss man ja verstehen. Und ich will euch ja auch nichts vorspielen. Also lange Rede, kurzer Sinn, die letzten anderthalb Jahre ging's einfach nicht. Ich war einfach nicht in der Lage und so habe ich mir natürlich den Kanal auch mehr oder weniger so ein bisschen kaputt gemacht, das muss man jetzt mal so sagen. Aber ich sage auch, wie es ist, ich muss Geld verdienen und kann es mir gar nicht leisten, diesen Kanal jetzt wirklich wegzuschmeißen. Also diese Erkenntnis kam jetzt irgendwie so die letzten Tage und ja, deswegen habe ich jetzt einfach so für mich beschlossen, ich fange jetzt an, wieder Videos zu drehen. Es kann echt sein, dass euch nicht alles interessiert. Ich muss einfach wieder reinkommen. Also ich muss einfach gucken. Also mein Ziel, weiß nicht, ob ich das schaffe, ist wirklich 2 Videos in der Woche für euch zu drehen. Und mich nicht immer so drauf zu fokussieren, wie viele Aufrufe könnte dieses Video haben, sondern einfach zu machen. Und ich denke halt, gell, wenn die Leute, die es gern gucken, die kommen vorbei und die schauen es dann auch an und die es halt nicht interessiert, ja, das bringt mir ja auch am Ende nichts, wenn die dann da sind. Weil ich werde immer so sein, dass mein Content total gemischt ist. Ich bin kein Profi in irgendwas und ich will einfach wieder anfangen. Ich habe ja Themen im Grunde, gell? Ich mache halt so viel Sport und wir fahren jetzt in Urlaub. Den hätte ich auch nicht gebucht. hätte ich nicht gewusst, wie das dieses Jahr so läuft. Aber egal, also wir fahren auf jeden Fall in Urlaub. Da wollte ich euch noch drüber erzählen. Und ich muss einfach wieder reinkommen. Und ich hoffe halt, dass die treuen Zuschauer einfach treu bleiben und halt neue dazukommen. Ja, und ja, ich darf mich einfach nicht so verkopfen auf die Aufrufe, glaube ich. Es ist ja auch so gewesen, Anfang des Jahres war ich furchtbar oft krank. Ich weiß gar nicht, in meinem Leben noch nicht so viel krank gewesen. Dann ist ja leider auch mein Vater gestorben. Das war auch jetzt nochmal so ein Prozess, der meine Gesamtsituation jetzt nicht irgendwie besser gemacht hat, verständlicherweise.
Das einzig Positive, ich sag's euch wirklich, das einzig Positive über mir ist der Sport. Und ich glaube, hätte ich letztes Jahr im September nicht damit angefangen, ich wäre am Ende heute. Also, es hört sich jetzt so blöd an, aber doch, ich glaube schon. Also, da hat sich so viel verändert für mich. Ich habe neue Leute auch kennengelernt und bin jetzt einfach mal auch dreimal in der Woche mit anderen Menschen zusammen, was ja sonst eigentlich nicht so der Fall war, weil ich doch auch eher so ein bisschen introvertiert bin. Habe nur so meine paar engen Leute, mit denen ich wirklich sehr eng bin. Und ansonsten wenig Kontakt nach außen. Und ich habe jetzt einfach so das Gefühl, es könnte jetzt wieder was werden. Also ich habe so das Gefühl, ich bin einfach bereit. Und ja, hoffe, dass ihr Lust habt, ein bisschen zuzuschauen. Themen hätte ich genug. ja, das wollte ich euch eigentlich sagen. Also ich würde mich super, super freuen, wenn ihr mir Kommentare vielleicht schreibt, ob ihr das nachempfinden könnt, wie so meine Situation ist, wie es euch ergangen ist, so im letzten Jahr, würde mich auch interessieren. Und ja, ich weiß, ich habe es bestimmt auch schon mal gefragt, aber trotzdem, was könntet ihr euch denn vorstellen, was ihr von mir für Videos sehen wollt? Also wie gesagt, ich bin kein Spezialist mit irgendwas, bin so ganz normale Frau, Mama, ja, vielleicht sind ja auch so ein bisschen Wechseljahre auch so das Thema. Wobei, toi, 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 da habe ich jetzt gar nicht so die Probleme. Man muss ja nicht noch welche machen, wenn man schon genug hat, gell? Ja, und an der Stelle beende ich jetzt einfach das Video und hoffe, ich schaff's. Aber mit eurer Unterstützung bin ich mir sicher, dass es weitergeht und ja. Ich bin jetzt einfach mal ganz happy, dass ich das Video spontan gedreht habe. Also wir sehen uns wirklich bald. Ciao.